Hallo meine Lieben, ich heiße euch wieder herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr habt die Weihnachtsfeiertage genauso gut verbracht wie ich. Und heute habe ich ein Unpacking für euch mal wieder, denn ich habe wieder mehr oder weniger Überraschungspost erhalten. Und zwar dieses Mal von meiner lieben Rebi, die einen wunderbaren Bastelkanal hier auf YouTube hat. Verlinke ich euch nachher unten in der Infobox. Und dieses Paket ist weit gereist, denn es kommt aus der Schweiz und es ist ein richtiges Monstrum. Ich zeige es euch mal. Es ist deshalb mehr oder weniger ein Überraschungspaket, weil Rebi und ich wussten, dass wir uns ein Paket schicken. Und das Ganze sollte eigentlich noch vor Weihnachten passieren. Rebi hat meins auch bekommen. Ihrens kam leider Gottes wieder in die Schweiz zurück, weil unsere Post mal wieder einfach zu blöd war, das zuzustellen. Aber sie hat es dann nochmal losgeschickt und ich habe es sogar vor Weihnachten erhalten. Also am 23. wurde es bei meiner Nachbarin abgegeben. Ich habe es aber schlicht und ergreifend einfach nicht mehr gepackt, das noch am 23. auszupacken. Ich habe bis um 12 gearbeitet, danach hatte ich hier einiges zu tun. Und an Heiligabend hätte ich es zwar auspacken können, aber ich denke, ihr versteht, dass ich das dann, wenn meine Lieben dabei sind, nicht gerade vor der Kamera gemacht hätte. Da ich das aber für Rebi gerne machen wollte, damit sie sieht, wie ich mich freue, weil ich weiß, das ist Rebi immer ganz wichtig. Rebi hatte auch ein Unpacking-Video für mich gedreht. Das hat sie allerdings privat hochgeladen gehabt. Und an den Weihnachtsfeiertagen, am 1. und am 2. hatte ich auch nicht wirklich die Lust dazu. So, deshalb gibt es jetzt ein verspätetes Weihnachtsunpacking, was aber nicht schlimm ist. Weil, wenn ich ganz ehrlich bin, so wirklich in Stimmung war ich an Weihnachten nicht. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Mir war es einfach, ja, für die Jahreszeit schlicht und ergreifend mal wieder zu warm. Und seit gestern Abend ist es hier richtig schön knackig kalt und heute Morgen, als ich aufgestanden bin, hat es doch tatsächlich geschneit. Also es ist zwar mehr oder weniger nur Schneematsch, aber besser wie nichts ist es zumindest weiß gezuckert und seltsamerweise bin ich heute total in Weihnachtsstimmung und trelle schon den ganzen Tag so Weihnachtslieder vor mich hin und deshalb denke ich, passt es jetzt auch ganz gut, dass ich das heute auspacke und jetzt ist nochmal so ein kleines bisschen Weihnachten für mich. So, meine Lieben, es ist super, super gut verpackt und es ist ein wunderschönes Geschenkpapier. Ich zeige euch das mal. Ist doch niedlich mit den Kätzchen da und dem Hund. Also ich finde es ganz toll. Und da ist noch so eine Folie drumherum. Ich denke mal, damit das Ganze nicht nass wird. So, und dann fangen wir mal an, das Ganze auszupacken. Wie gesagt, das ging dann nochmal in die Schweiz zurück, weil es irgendwie nicht zustellbar war und ja, mit meinem Postfach und angeblich zu groß. Wobei andere große Pakete hier auch schon angekommen sind. Das war noch nie ein Ding. Naja, ich sag ja die Post. Und seitdem nicht mehr mein Lieblingspaketbesteller hier fährt, ist sowieso. Kann man vergessen. Aber jetzt haben wir es geschafft, weil Rebi hat es mir dann an meine private Adresse schicken dürfen. Und dann hat alles geklappt. Die verrate ich aber auch nur ganz wenigen und speziellen Personen. Also falls da jetzt einer nachfragt, nein, ihr bekommt sie nicht. So, gut, schauen wir mal ab. Und die Überraschung bei dem Anpacken ist jetzt, dass was drin ist, ne? Weil ansonsten wussten wir ja, dass wir ein Paket bekommen. Ich bin mal gespannt, was da drin ist. Ich hoffe ja, dass Rebi schöne, viele selbstgebastelte Sachen dabei hat. Ich liebe das ja. Das ist reinste Kraschelvideo. So, und jetzt muss ich gucken, ich möchte das Paket gar nicht so mit dem Papier verschneiden. Ich finde das Papier einfach so schön. Wir probieren das mal ordentlich, zwar mit Hilfe der Schere, aber trotzdem nicht einfach so quer. Ich finde einfach die Katzen zu süß. Und Hund
auch, aber... So. Es wird, es wird. Also ganz ohne Einreißen kriegt es wahrscheinlich nicht hin. So, aber jetzt. Ha, freigelegt. Gut. Das war jetzt erstmal eine Aufgabe, weil ich nicht reißen wollte. Ich finde halt, wie gesagt, das Papier so schön. Mal gucken, vielleicht laminiere ich mir da ein Stück zum Lesezeichen. Trini, da hast du aber auch der halbe Bogen gebraucht, oder? So. Also mal dahin. Schere und los geht's. Ja, wie gesagt, ich hoffe auch viele schöne, selbstgebastelte Sachen von Susi. Weil sie hat, wie gesagt, einen Bastelkanal, macht wunderschöne Sachen. Ach, und ich würde auch so gern mal wieder, ich habe nur einfach keine Zeit dazu. Und durchs Kerzengießen schon klar gar nicht, aber auch das ist ja meditativ. Ich finde halt Basteln so meditativ, wisst ihr? Das ist so. Hier noch ein Stück. Offen. Hat sich kein Platz im Mülleimer. So, gut. Dann hat sie erstmal eine schöne selbstgebastelte Karte von sich, also selbstgestaltete Postkarten. Das hat das letztes Jahr schon. Finde ich ganz, ganz toll, dass sie das immer wieder aufs Neue macht. Süße, die sieht wieder total schön aus. Danke, Süße. Und ich denke mal, das, was da drin ist, reicht voll und ganz, weil wenig schaut es nicht aus. Und es freut mich auch, dass dir meine Sachen so gut gefallen. Vor allem meine Düfte, das macht mich immer ganz Spaß. So, gut. Fangen wir mal an. Selbstgemachtes. Also bei selbstgemachtes muss es ja was Gebasteltes sein. Es ist weich und trotzdem irgendwie fest und es fühlt sich irgendwie rund an. Sind das vielleicht diese wunderschönen Resin-Glas-Untersetzer, wo mir der eine so gut gefallen hat, beziehungsweise wo einer schöner war als der andere? Hatte ich nämlich bei ihr auf der Facebook-Seite gesehen. Und es sieht so aus, als wäre es das. Gut verpackt. Die Süße, die sind so Hammer. Das sind so kleine Glasuntersetzer oder Teelichtuntersetzer. Das hier ist jetzt kleiner. Da kann man dann ein Teelichtglas draufstellen. Und zwar, das wird gemacht mit Resin und Glitter und Sticker. Und ach, schaut einfach mal bei Rebi auf dem Bastelkanal vorbei.
Ist toll. Ich würde sowas ja auch gerne machen, aber das, naja, wie gesagt, ich habe die Zeit nicht. Oh, ist der toll mit der Katze und genau meine Farben und das Mäuschen da. Schaut mal, also ich bin wieder hin und weg. So, und jetzt der große, das ist dann, ja, Glasuntersetzer für Gläser oder Tassen. Nein. Oh, ist der toll. Wow, der ist richtig personifiziert. Ist das das richtige Wort dafür? Personifiziert? Ich weiß es nicht. Es steht mein Name drauf. Es sind genau meine Farben. Pink, Türkis, Lila. Und sie hat Klebchen von Yankee Candle damit reingemacht, die vorne auf dem Tarz drauf sind, in zwei meiner Lieblingsdüfte. Ein Wölkchen ist auch noch mit drin, wahrscheinlich, dass ich weiß, dass es von ihr ist. Und da hat sie sogar noch Filz hinten dran, beziehungsweise das ist kein Filz, das ist, glaube ich, so ein Fließstoff, dass man die Tischplatte nicht verkratzt. Das finde ich schon mal eine wunderbare Idee. Und jetzt zeige ich euch den von vorne. Mein Gott, ist der schön. Schaut euch den mal an. Da steht mein Name. Ach, wunderbar. Dann die ganzen Farben. Da hat sie von Yankee Candle die Klebchen von den Tarts abgemacht oder von Samplern. Nee, sind von Tarts. Das ist die Größe von Tarts. Und hat das alles damit reingepackt. Das ist so wunderschön. Den weihe ich gleich ein, wenn ich jetzt dann nachher was trinke. Super schön. Oh, freue ich mich schon drüber. Ganz, ganz toll. So, Tea Time. Und vorne die Wölkchen. Also, die sind so toll. Das, ja, Rebis Wölkchen halt, ne? Toll. Die hebe ich aber auch auf. Das muss ich noch mal ein bisschen näher dran machen. Ich finde die toll. So, und dieses Papier mit den Cupcakes. Ich habe hier alles in Zeitungspapier eingepackt, weil ich nicht mehr dazu gekommen bin, Geschenkpapier zu kaufen. Nee, ne? Das ist der schweinsteure Tee, oder? Boah, Rebi, du bist ja verrückt. Das ist dieser schweinsteure Tee. Das ist ein loser Schwarztee, hatte Rebi auch irgendwann mal bei Facebook gepostet. Ich kenne die Marke überhaupt nicht. Und da ich ja Schwarztee total liebe, schwarze Orchidee, Orchidee Noir, Silky Vanilla Black Tea. Also, es ist ein Vanille-Schwarztee. Das ist Wahnsinn. Und diese Dose. Jetzt mache ich den mal auf. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, okay, man riecht nichts. Ich kann es euch also jetzt leider nicht sagen, wie er riecht, weil der ist zu. Das finde ich richtig klasse. Da geht kein Aroma und nichts verloren. Wahnsinn. Also da freue ich mich drauf. Der wird morgen früh gleich zum Frühstück ausprobiert, weil jetzt ist es schon so spät. Ja, 4:45, wenn ich jetzt noch Schwarztee trinke, kann ich die Nacht vergessen. Ist leider nicht mehr drin. Also dann morgen früh. Ja. Die irgendwo eine Internetadresse. Ja, da unten. Mariage Gefreskong oder so, keine Ahnung. Mir sagt's nichts. Also, ich bin gespannt. So, ach Gott, Tea Time 2. Tea Time Nummer 2. Was ist denn da drin? Da hast du jetzt nicht aber eine Tasse oder sowas eingepackt.
nämlich wieder ein Karton. Was ist ein Karton? Vielleicht was, was ich überhaupt nicht kenne. Also draußen auf dem Paket, also draußen auf dem Karton drauf ist, was ich jetzt gesehen habe, sagt mir auf den ersten Blick nichts. Aber kann ja was ganz anderes drin sein. Home Sweet Home. Okay, also es sagt mir so schon mal nichts. Hoppla. Keine Ahnung, ich schau mal rein, was drin ist. Erstmal Schnipsel. Ach, und da unten ist ein Strassstein irgendwo verloren gegangen. Sorry Leute, dass ich jetzt nicht ständig in die Kamera gucke, aber ne? Ich weiß, es ist unhöflich, aber ich kann so schlecht da kuscheln und da gucken. Und so. Es scheint wirklich eine Tasse zu sein. Alles gut verklebt. Nee. Wow. Wow. Du hast eine extra Tasse bedrucken lassen, wo du mit drauf bist und oh, ist das toll. Meine persönliche Rebi-Tasse. Ich zeig's euch gleich, da ist noch was drin. Moment, ich muss jetzt erstmal. Und sie ist heil. Schaut euch das mal an. Wahnsinnig schön. Also, ich bin sprachlos. Also definitiv, der Tee wird morgen früh in dieser Tasse ausprobiert und die wird damit eingeweiht. Ganz, ganz großes Danke. Ich bin hinweg. Also, ich wollte sowas ja auch schon mal machen lassen. Mit meinen zwei Schmusebacken drauf. Ich habe da nämlich einen wunderschönen Schnappschuss, als die beiden 13 Wochen alt waren in Schwarz-Weiß. Aber ich habe dann immer Angst, wenn sie irgendwann mal nicht mehr sind, dass ich dann die Tassen nur noch wehmütig nehmen kann. Ich weiß nicht, es ist so, ja. Andererseits war es eine schöne Erinnerung. Na, mal gucken. Oh. Das ist mit, das ist so toll. Schaut euch das mal an. Es ist alles handgemacht. Das hier ist wieder Resin als kleines Schokotäfelchen gegossen in so kleine Förmchen. Hier neben die Blümchen, so Paillettenblümchen. Und das hier, was die Sahne ist, das ist Silikon. Wirklich Silikon. Das ist so toll. Ah, ich finde das toll. Kriegt dann gleich wieder einen Ehrenplatz. So, was sind hier? Ein Nikolausi. Es ist schön weich. Moment. Hoffentlich nicht doppelt. Ich muss gucken, hier hat es irgendwie gerade gescheppert, dass irgendwo eine Paillette ab ist und meine zwei fressen das dann. So nehme ich auch wieder hier mit dem Raum. Hoffentlich nicht doppelt. Ganz ehrlich, da habe ich im Moment keinen blassen Schimmer, was es sein könnte. Aber null. Also es ist was so weich verpackt hat. Mit Watte oder irgendwas. Keine Ahnung, was drin ist. Also ich muss es auspacken. Ich habe echt null Plan, was irgendwie doppelt sein könnte.
Selbst wenn was doppelt ist, ist es auch nicht schlimm. Nee, Mäuschen, kommt, das Papier lässt du mal schön in Ruhe. Mama muss da nachher noch was abmachen, das ist nichts zum Spielen. Ja? Schneckele. Ah, Rebi weiß, dass ich Engel sammle. Und das sehe ich jetzt schon, den habe ich nicht doppelt. Och, ist der schön. Mai ist der schön. Und ich sammle weiße Engel. Oh, dann muss ich mal gucken, ob ich den hier ins Lesezimmer mit reinstelle. Dass er vielleicht in Zukunft immer mit auf dem Video drauf ist. Und wenn ich hier kein Plätzchen mehr finde, dann kommt er aber definitiv ins Wohnzimmer. Ist der schön. Ach, ich liebe das einfach. Ach, sehr toll. Ach, Rebi, süß, du weißt gar nicht, was für eine Freude du mir damit machst. Puckelchen, auch du. So, komm, leg dich da hin. Da ist noch Platz. So, das lässt du aber der Mama hinlegen. So. Selbstgemachtes. Ist das vielleicht so ein Notizhalter? Oder auch mit Silikon machst? Das wäre jetzt das Einzige, was mir noch so einfällt. Weil es halt auch so weich verpackt ist, damit es nicht kaputt geht. Muss man ja beide Post, die schmeißen ja alles. Das ist auch der Grund, warum ich mich immer nicht traue, Tassen und sowas zu verschicken. Ich habe da auch was ganz Tolles gesehen gehabt, wo ich auch an dich gedacht habe. Und ich habe mich nicht getraut, es zu kaufen und es zu schicken, weil ich Angst habe, es geht kaputt. Aber ich glaube, ich hebe mir da das Verpackungsmaterial mal auf, weil Weihnachten, Geburtstag kommt wieder. Nein, es ist zwar kein Kartenhalter, dass man eine Notiz dran machen kann, aber das ist völlig wurscht. Schaut euch das mal an. Es ist ein Cupcake, den sie selbst gestaltet hat. Auch wieder in meinen Farben. Auch wieder mit dem Silikon. Und er ist so schön. Und ich weiß nicht, ob ihr das da lesen könnt, was sie da geschrieben hat. Duft Queen. Ach, Süße, das rührt mich jetzt gerade so. Also das ist so wahnsinnig schön und dann auch noch Duft Queen. Also da fehlen mir echt die Worte. Das ist, ich meine, ihr wisst ja, ne, es braucht viel, um mich sprachlos zu bekommen, und Rebi schafft es hier gerade. Das ist, ich bin so gerührt. Und Duft Queen. Danke. Es ist mir ja, ich finde es ja immer beschämend, wenn ihr mich so nennt. So, jetzt haben wir hier, ich tue das gerade mal hier weg, einen selbstgestalteten Karton. Beziehungsweise, nee, der ist glaube ich schon fertig so gekauft. Der wird aber auf jeden Fall wieder aufgehoben. Da tue ich auch wieder irgendwas rein. Ich habe nämlich Rebis Karton, den sie mir letztes Jahr geschickt hatte, der selbst gebastelt ist oder selbst verziert ist. Ne, ich krieg's nicht auf. Mit Serviettentechnik hier stehen. Und da sind alle meine Lesezeichen drin. Habt ihr Interesse, dass ich mal ein Video zu meinen Lesezeichen mache? Sind zwar nicht allzu viele, aber ich denke so 10 oder 15 dürften es schon sein. Also falls ihr da Interesse habt, bitte unten in die Kommentare schreiben.
Ach, die ist toll. Ach, ich liebe ja so Vintage. Es ist. Ach, ja, mal gespannt, was ich da reintue. Aber irgendwas finde ich wieder. So. Dufteliges Blue Moon. Oh, das freut mich, weil Blue Moon, das ist auch eine, ja, neue Kerzengießerin aus der Schweiz. Die liebe Moni, mit der ich auch schon Kontakt hatte. Moni macht es noch nicht ganz so lange wie ich. Die hat ein paar Monate später angefangen. Ich habe ja im Ende März, Anfang April diesen Jahres angefangen, dann meine eigenen Düfte zu machen. Habe sie aber dann bei mir im Geschäft erst im September angeboten. Und Moni hat, glaube ich, im Juli, August damit angefangen. Korrigiert mich, wenn es falsch ist, aber es ist noch nicht ganz so lang wie ich. Und sie vertreibt es auch nur auf Facebook. Und auch nur dann, wenn sie Zeit hat. Auch wie ich. Also bei mir im Geschäft gibt es die zwar immer, aber Facebook ist, ich komme im Moment nicht nach, Leute. Es tut mir leid. Meine Kunden reißen mir das dermaßen aus der Hand und ich habe hier noch was anderes zu tun. Es tut mir echt leid, aber Restock ist im Moment einfach nicht drin. So. Ach ja. Was haben wir denn da? Ice Cinnamon Rocks. Okay. Mal dran schnuppern. Das ist eine Zimtbombe, aber lecker. Aber richtig Zimt. Toll. Ich glaube, den mache ich morgen gleich rein. Unter der Voraussetzung, es ist weiterhin so kalt, aber soll ja jetzt erstmal. Bis Silvester. Ich sage ja immer mehr, in Zukunft verschieben wir am besten Weihnachten um eine Woche. Ja, weil an Silvester ist es meistens schweinekalt und es liegt Schnee und an Weihnachten ist nie was. Also, so. Wäre es vielleicht dann doch gut, wenn wir das Ganze mal um eine Woche verschieben sollten. Buttered Popcorn Vanilla. Okay. Ich bin wieder so ungeduldig. Er ist süßer als mein Popcorn-Duft, den ich hatte. Ist aber auch kein Wunder, wenn da noch Vanille mit drin ist. Bei mir war es nur reines Butterpopcorn. Oh, wow, lecker. Was lege ich jetzt als erstes denn morgen in die Lampe? Ich glaube, Zimt. Danke, Süße. Da freue ich mich, dass ich jetzt dann auch mal was von Moni habe. Na komm, geh wieder da rein. Weil Monis Düfte sind ja auch nicht so einfach zu bekommen. Ne? Das macht uns dann aus. Gut. Selbstgemachtes. Okay. Nee, habe ich jetzt auch keinen blassen Schimmer, weil es anscheinend wieder was Zerbrechliches ist und das Gute eingepackt ist, da kann ich das nicht so fühlen. Es ist einfach schön weich gepolstert und ansonsten fühlt mir das nicht großartig. Aber es ist so klein. Ist es vielleicht eine Brosche oder Ohrringe oder Lesezeichen oder sowas? Oder Schlüsselanhänger? Merry Christmas und es ist ein Schlüsselanhänger. Oh, So. Toll. Also diese Liebe zum Detail, das ist einfach
Und unten so richtige kleine Glöckchen. Das ist so schön. Das sind richtige Glöckchen. Cool. Okay, da ist nur ein Wölkchen. Ich habe keinen blassen Schimmer. Es könnte irgendwas mit Papier sein. Ich glaube, ich fange doch mit Filofax und solchen Sachen an, beziehungsweise ich verschönere ja mein Exlibris Lesetagebuch. Und ich liebe Marie von Aristocats. Das hat sie auch gesehen, weil hier die Aristocats-Kappe immer steht. Ach, die sind toll. Die sind so toll. Die kommen damit rein. Definitiv. So, was ist das? Das finde ich ja klasse. Das sind so kleine Geschenkpäckchen aus Pappe. Wo man ja Kleinigkeiten reinpacken kann. Das finde ich ganz toll, für wenn man zum Beispiel jetzt mal kleine Gröbchen verschicken will von den Funden. Merz finde ich klasse, da kann ich nämlich dann mal Freunden oder was Gröbchen von mir abpacken. So, was sind das? Buchcover, ein Schutzumschlag. Oh, super, sowas brauche ich ja immer. Ich habe ja nicht nur einen, ich habe hier mehrere. Oh, der sieht toll aus. Auch wieder in meinen Farben. Rosa, lila. Oh, ist der toll. Oh, süße. Das ist... Ja, und hier. Die Sticker zum Verzieren. Genau. Also, wie gesagt, das kommt dann alles bei mir ins Exlibris, ins Lesetagebuch, weil ich mache kein Filofax. Also, da bin ich überhaupt kein... Und dann hier noch eine ganze Schachtel voll Sweets. Und zwar die kenne ich nicht. Also das muss irgendwas aus der aus der Schweiz sein. Die sagen mir gar nichts. Das ist ein Milchschokoladenriegel mit Pralinenfüllung steht drauf. Und Haselnussstück, oh, die schmecken bestimmt lecker. In verschiedenen Sorten gibt es vier verschiedene an der Zahl. Rot, Blau, Grün, Gold. Dann... Mouthbusters Double Bubble. Da werden Kindheitserinnerungen wach. Kaugummi. Lecker. Für die riesen, mega Blasen. Schafft kein anderer solcher Blasen wie Double Bubble. Dann hier noch so Kaubonbons. Da ist die Kamera. Nochmal Double Bubble. Sweet and Sour. Gummibärli. Ich sehe schon was. Chupa Chups. Das sind aber keine, die die Zunge verfärben. Oder gibt es überhaupt noch Chupa Chups, die die Zunge verfärben? Das war ja so in meiner Teenagerzeit der totale Hit. Vor allem diese blauen. Die haben scheiße geschmeckt, aber jeder wollte eine blaue Zunge haben. Die roten waren noch am besten. Weshalb ich lache,
Das gibt es bei uns in Deutschland in dieser Größe nicht. Und zwar Ovo-Schokolade. Und ich liebe Ovo-Maltine. Und ich liebe Ovo-Maltine-Schokolade. Und ich hatte Rebi in das Paket, was ich ihr in die Schweiz geschickt hatte, eine Tafel Ovo-Maltine-Schokolade reingepackt und habe draußen drauf geschrieben, Reimport. Weil Ovo-Maltine kommt aus der Schweiz. Diese kleinen Zuckerperlen, die kann ich mir auch noch machen. Meine Güte, das ist schon ewig her, dass ich die mal gegessen habe. So, da haben wir noch Traubenzucker. Dann sind noch mal diese Weichkaramellen. Was sind das hier? Ich denke mal, das sind Bonbons. Das eine ist Cola, das andere müsste Zitrone sein, so wie es aussieht. Ma-O-Am. Und jetzt, da muss ich drüber lachen, weil ich da... Genau. Weil ich da immer wieder in meinen duftigen Monatsrückblicken drüber gesprochen habe, wenn es um Black Cherry von Yankee Candle ging, um den Kirschduft. Ich mochte den ja damals, als er auf den Markt kam, gar nicht. Weil ich habe so ein bisschen Probleme mit Kirschen, ne? Unter der Voraussetzung, ich muss die frisch essen. Also wenn die eingekocht sind, als Kompott oder als Marmelade, alles kein Ding. Nur mit frischen Kirschen habe ich es nicht, wegen der Würmer. Also wenn ich Fleisch will, dann esse ich ihr Fleisch oder ihr Wurst, aber kein Obst. Und ich möchte im Obst einfach keine Fleischeinlage haben, schon gar keine lebende. Weshalb ich also Kirschen nicht mag und Kirschen prinzipiell so ein bisschen so. Und dann brachte ja vor ein paar Jahren Yankee Candle den Duft Black Cherry raus und ich dachte dann schon, oh, so Kirsche. Und als ich den dann in der Lampe hatte, war das damals so ein richtiges Wow-Erlebnis. Und ich liebe diesen Duft nach wie vor, weil es ist der beste Kirschduft, den es überhaupt gibt unter sämtlichen Kerzenherstellern. Weil der riecht wie ein Brausepulver, was es in meiner Kindheit gab. Und das vergleiche ich immer damit, daran erinnert er mich halt. Und zwar, die Rede ist von dem Double Dip. Und das habe ich immer und immer wieder erwähnt, dass es genau danach riecht. Nach dem Kirschpulver hier. Genau. Da ist einmal Cherry Flavor Fits und ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht. Cherry Flavor. Und hier ist Orange Flavor. Also Orangengeschmack. Und früher in meiner Kindheit war das noch so, da ist Orange, da ist Kirsche und da ist dieser Brausestick. Und man macht also diesen Brausestick raus, lutscht den an, macht sich dann, teilt so ein Päckchen ab, macht das auf und dippt das immer da rein, um das rauszuholen. Und in meiner Kindheit war anstatt Orange Brausepulver das noch Zitronenbrausepulver, da war es Kirsch und Zitrone. Kirsch haben sie beibehalten, Zitrone wurde durch Orange ersetzt. Und bei uns kriegt man das nur noch, seltsamerweise, beim, wie heißt er denn jetzt, nicht beim Fressnapf, beim Köllezoo. Beim Köllezoo. Da kriege ich das immer, wenn ich an der Kasse stehe, um das Katzenfutter zu bezahlen, sehe ich das neben. Ja, an der Kasse stehen, beiden Süßigkeiten. Ansonsten kriege ich das bei uns nirgendwo mehr. So, das war's jetzt auch. Also wie gesagt, hier sind noch ein paar Reste von Kaubonbons drin. Das hole ich jetzt nicht raus. Ich lege das jetzt ja alles wieder rein. Also ich freue mich drauf. Ja, meine Süße, vielen, vielen, vielen Dank für dieses riesen, mega, hammergroße Paket, für die Tasse und vor allem für den Tee, der schweineteuer ist. Wie gesagt, du bist verrückt. Ich freue mich wahnsinnig über deine selbstgemachten Sachen. Hier die Resinen und der Setzerchen, die sind einfach nur Hammer und dann auch noch personifiziert. Personifiziert, personalisiert. Ihr wisst, was ich meine, ne? Deutsche Sprache, schwere Sprache. So, dann hier, das ist so schön. Ach, der Engel, also ich gucke, dass ich den noch hier im Lesezimmer unterbringe. Vielleicht hat er hier neben irgendwo Platz, dass er irgendwie noch im Kamin oder näher auf dem Kamin,
auf dem Kamin ist schlecht, da steht schon so viel. Dass er dann öfters mal bei den Rezensionen mit dabei ist, weil ja, ich ja jetzt überwiegend nur noch Rezensionen abdrehe. Das ist auch noch sowas, wenn ich jetzt schon gerade dabei bin. Ich habe überlegt, so einen Vierteljahresrückblick zu machen, wo ich irgendwie alles reinpacke. So. Gelesenes, Neuzugänge, bisschen was, was ich gedüftelt habe, etc. pp. Die Frage ist, interessiert euch das überhaupt? Wo ich auch so erzähle, ja, was ich so das letzte Vierteljahr erlebt habe, was ich gemacht habe, wo ich zum Beispiel auf Lesungen war, wo man Autoren kennengelernt hat, wie zum Beispiel bei unserem super tollen Blubberstammtisch in Stuttgart, den meine liebe Anka immer wieder für uns organisiert und da ganz tolle Autoren mit an Land zieht. Da hatten wir auch schon ganz tolle Events, dass ich da ein bisschen was drüber erzähle. Ja, Sachen, die ich neu entdeckt habe, weil ich probiere ja immer gern alles Neues aus, ne? Was so Tops und Flops waren. Ja, da bin ich am Überlegen, soll ich sowas machen? Die Frage ist, interessiert euch das überhaupt? Wenn ja, auch bitte einen Kommentar hinterlassen. Und dann ist die Frage, wie nenne ich das Ganze? Also so wirklich eine tolle Überschrift ist mir dazu noch nicht eingefallen. Ich ja, bin da noch ein bisschen... Also wie gesagt, mich würde einfach mal interessieren für alle, die bis jetzt überhaupt noch dran geblieben sind. Ihr könnt mal wieder einen Kuckuck machen. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Und falls euch das interessiert, hinterlasst mir bitte einen Kommentar. Dann weiß ich da auch Bescheid, ob sich das überhaupt lohnt oder ob ich mir die Mühe gar nicht machen muss. Weil wie gesagt, reine duftelige Monatsrückblicke wird es bei mir auf meinem Kanal nicht mehr geben. So, ja, aus verschiedenen Gründen, auf die ich jetzt nicht näher eingehe. Gott. Und es hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt selbst Düfte gieße. Das möchte ich gleich mal vorne wegnehmen. Das hat andere Gründe und Gott. Ja, also, Rebi, mein Schatz, nochmal vielen, vielen, vielen Dank. Diese Untersätze, das Deko und dieser Cupcake, also der ist ja... Mit der Duftqueen. Ich werde auch deine Duftqueen bleiben, auch wenn ich keine duftligen Monatsrückblicke mehr mache. Ich bleibe in anderer Form deine Duftqueen, hoffe ich, weil du ja auch schon bei mir Düfte gekauft hast und ich hoffe, du tust es auch weiterhin. Wenn ich dann mal wieder was über Facebook anbiete, insofern bleibe ich deine Duftqueen. Das bekommt auch einen Ehrenplatz und nochmal vielen, vielen Dank vor allem für diesen mega schweineteuren Tee. Bist echt verrückt. Die Tasse wird morgen früh definitiv zusammen mit dem Tee eingeweiht. Ich bin gespannt, wie der schmeckt. Am liebsten würde ich mir jetzt schon eine Tasse machen. Da ist er. Aber dann schlafe ich nicht mehr. Also wird es erst morgen was. Und damit setze ich mich dann in Kindheitserinnerung zurück. Und ja, vielen, vielen Dank. Ich kann nicht mehr wie Danke sagen. Und ich hoffe, dass dir auch weitere zukünftige Pakete, die ich dir schicken werde, gefallen werden, so wie mir deine gefallen. Weil ich habe eine Idee für nächstes Jahr. Was ich für dich gerne machen möchte, ist insofern auch ein bisschen gebastelt. Ich muss da aber noch ein bisschen was rumprobieren. Naja, das siehst du dann, wenn es dann kommt. So. Gut, meine Lieben, ich hoffe, euch hat es auch gefallen, dass ihr euch genauso dran erfreuen konntet an all den schönen Sachen, die meine liebe Rebi mir geschickt hat. Und wie gesagt, Kommentare bitte in der... Also bei den Kommentaren hinterlassen. Ich lerne es wahrscheinlich auch in 20 Jahren nicht. Und ja, nochmal vielen, vielen Dank, meine süße Rebi. Ganz, ganz großen Drücker und Knuddelschmatz. Und euch anderen noch eine schöne Zeit zwischen den Jahren. Ich weiß nicht, ob wir uns noch mit irgendeinem Rezensionsvideo sehen. Mal gucken. Ich werde jetzt hier erstmal aufräumen, meine Sachen ins Regal stellen. Und wenn ich die Muse habe, noch eine Rezension zu einem Buch abdrehen. Ja, was nicht so schlecht war, aber besser hätte sein können. Naja, gut. So, und ansonsten, meine Lieben, wünsche ich euch also jetzt... noch eine schöne Zeit zwischen den Jahren und falls wir uns nicht mehr sehen sollten, guten Rutsch und wir sehen uns allerspätestens dann wieder in 2015. Macht's gut, meine Lieben.